Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch eine neue Methode vom God-Mode-Glitch zeigen im Ausbruchsmodus. Hierfür braucht ihr wieder mindestens einen Freund, Leute, und ihr braucht das Grabstein-Perk. Wenn ihr euren Grabstein-Perk habt, dann geht zu einem Teleporter, der befindet sich am Rand der Map, und dann müsst ihr hier durch die Barriere sterben, Leute. Lasst euch einfach downen durch die Barriere, und wenn ihr dann down seid, aktiviert euren Grabstein. Und nun, Leute, müsst ihr komplett ausbluten. Ich würde euch empfehlen, dass euer Kollege hier an diesem Portal chillt, weil diesen Portal brauchen wir gleich noch. Da müsst ihr nämlich nicht wieder ein Portal suchen, Leute, und spawnt dann direkt hier. So, und wenn ihr dann komplett ausgeblutet seid, dann schaut ihr euren Kollegen zu und wartet den Timer ab. Und wenn ihr dann wieder gespawnt seid, dann begebt euch wieder direkt hier zum Teleporter, Leute. So, und jetzt ist ganz wichtig, ihr müsst Schaden von der Barriere bekommen. Und während ihr den Schaden der Barriere bekommt, müsst ihr in den Teleporter reinspringen. Wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann seid ihr nun im God-Mode. Ihr werdet nicht unter 1 HP kommen, Leute. Also die Zombies werden euch angreifen, jedoch werdet ihr nicht sterben. Ihr werdet bei 1 HP stehen bleiben immer wieder. Diesen God-Mode müsst ihr aber jede Runde wiederholen. Also wenn ihr jetzt von Runde 1 in Runde 2 geht, ist der God-Mode aufgehoben und ihr müsst das in Runde 2 nochmal wiederholen. Das Gute an dem God-Mode ist aber, dass wirklich jeder in dem Team in diesen God-Mode rein kann. Ihr könntet zum Beispiel, wenn ihr im Squad spielt, dann 3 Leute gleichzeitig einen Teleporter benutzen, um in God-Mode zu kommen. Außerdem braucht ihr, wenn ihr im God-Mode seid, auch nicht nochmal extra das Grabstein-Perk kaufen, weil das Spiel eventuell denken könnte, dass ihr alle tot seid und es beendet. Nee, das braucht ihr nicht, Leute. Habe ich auch getestet. Es funktioniert auch, wenn ihr gar keinen Grabstein-Perk mehr habt. Nur der einzige Nachteil halt ist, dass ihr das dann jede Runde, wenn ihr in eine neue Runde teleportiert, beziehungsweise in eine neue Map teleportiert, das Ganze nochmal von vorne machen müsst. Meiner Meinung nach ist dieser Glitch sehr gut, um den Easter Egg zu schaffen, um den Bossfight zu schaffen. Dort könnt ihr dann einfach in der Map, wo ihr dann bei Ruka runter mit dem Aufzug müsst, kurz vorher den God-Mode machen. Dann habt ihr während des ganzen Bossfights den God-Mode. Oder ihr könnt das halt für manche Visitenkarten benutzen, falls der ein oder andere Problem hat hier mit dem Ausbruchsmodus, kann er das auch so ganz chillig machen. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal an Apex und Toffel bedanken, die mir bei der Aufnahme des Videos geholfen haben. Kuss geht an dieser Stelle raus. Und Leute, falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, dann könnt ihr auch gerne meinen Discord joinen. Link ist in jeder Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr unter anderem Mitspieler suchen oder eure Fragen stellen. Und ja, dann würde ich mal sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und falls ihr noch kein Abo bei mir habt, könnt ihr das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Stream oder beim nächsten Video. Ciao.